Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von You Barbecue, Barbecue aus Rheinhessen. Die You Beef Challenge ist vorbei und vielleicht habt ihr es gesehen, der Pitmaster X, also der Ruhl, hatte dort Schweinebäckchen gemacht. Da bin ich vom Glauben abgefallen. Das Rezept habe ich ihm direkt geschrieben, muss ich nachmachen und das machen wir heute. Ich habe mir also hier Schweinebäckchen besorgt, die sind vom Jürgen David aus Worms. Und dann brauchen wir nicht viele Zutaten eigentlich. Wir brauchen eine Marinade, habe ich hier von Hot Mamas die Pork Marinade, passend also zum Schwein. Und eine Barbecue-Soße, ein bisschen Butter. Und das sind die Zutaten, die wir eigentlich brauchen. Die wichtigste Zutat ist Zeit, denn wir werden von jetzt bis zum Essen knappe 7 Stunden brauchen. 2 Stunden fürs Marinieren, 2 Stunden fürs Räuchern, 2 Stunden in der Alufolie und dann nochmal 1 Stunde zum Glasieren. Es ist eine lange Zeit und das Resultat, das ich schon ja vorab in dem Video gesehen habe, lässt erahnen, die Zeit ist es wert. Ich bereite das jetzt mal vor und was wir alles machen, seht ihr jetzt. So, hier habe ich jetzt also die Schweinebäckchen und hier habe ich meinen Schnellmarinator, weil damit schaffen wir das überhaupt, dass wir nur 2 Stunden zum Marinieren brauchen. Normalerweise hättet ihr das jetzt über Nacht einlegen müssen. Das mache ich jetzt heute aus Zeitgründen aber nicht. Also habe ich jetzt hier die Schweinebäckchen und hier habe ich von Hot Mamas die Pork-Marinade. Und davon gießen wir jetzt mal einen guten Schluck über die Schweinebäckchen. Dann wird das Ganze jetzt noch schön einmassiert. Oh, was ein Geruch. Aber die Marinade riecht schon mal super lecker. So, wenn die Schweinebäckchen dann schön mit der Marinade eingeschmiert sind, kommt der Deckel drauf. Kurz andrücken und Vakuum. So, Vakuum ist gezogen und jetzt 2 Stunden lang marinieren lassen. Dann bereite ich den Grill vor und dann werden die Dinger erstmal ein bisschen angeräuchert. 2 Stunden in der Marinade sind vorbei. Boah, ich kann nicht sagen, die Marinade riecht echt hammermäßig, total genial. Und ich habe jetzt hier schon mal ein bisschen was vorbereitet. Ich habe hier den Weber Smoky Mountain mir hingestellt. Die Kohlen sind jetzt vorgeglüht. Das heißt also, ich werde den jetzt starten, auf 110 Grad einregeln und werde also heute zum ersten Mal meinen Barbecue-Guru als Hilfe nehmen. Ich bin gespannt, wie das wird. 110 Grad ist das, was ich haben möchte über die komplette Zeit und dann schauen wir mal weiter. Hier habe ich jetzt also vorgeglühte Kohlen. Die kommen hier in die Mitte. Dann wird die Mittelsektion vom Smoky Mountain aufgesteckt. Hier oben. Ich stelle euch gerade mal ein bisschen höher. Hier oben ist das Kabel vom Thermometer vom Barbecue Guru. Hier habe ich eine Gießkanne voll mit lauwarmem Wasser. Oder so warmem Wasser, also so warm wie möglich, damit es eben nicht die Zeit braucht, dass der Grill das aufheizen muss erst. So, der Grill hat jetzt eine Temperatur von knapp 100 Grad erreicht. Und ich werde jetzt hier die Schweinebäckchen mal auflegen. Und dann habe ich hier eine Handvoll Wine Barrel Chunks, also Stücke von einem alten Weinfass. Und damit will ich also räuchern. Als nächstes lege ich jetzt die Wine Barrel Chunks auf die Kohlen. So, hier unten seht ihr jetzt meinen Barbecue-Guru bei der Arbeit. Durch das Öffnen und das Auflegen des Fleisches hat der Grill natürlich gerade Temperatur verloren. Die holen wir jetzt gerade auf. Ihr seht, momentan 72 Grad liegen an, aber steigend. Und der kleine Ventilator pustet jetzt so lange Luft, bis wir an die 100 Grad kommen. Und dann tastet er sich langsam an die 110 Grad heran. Die anderen Lüftungsregler habe ich zugemacht. Und jetzt sollte der Barbecue-Guru dafür sorgen, dass die Temperatur wirklich gleichmäßig bei 110 Grad bleibt. Wir werden jetzt im ersten Schritt für 2 Stunden bei 110 Grad räuchern. Die Wine Barrel Chunks sorgen gerade für einen wunderbaren Rauch. Und jetzt warten wir mal ab. So, wie ihr hier sehen könnt, das kleine Helferlein ist wunderbar bei der Arbeit. 110 Grad liegen an.
Und das rote Lämpchen heißt, er ist gerade aus. Und wenn er ganz kurz auf grün schaltet, dann gibt er gerade einen kleinen kurzen Luftstoß in den Grill. Und so wird eben über die Luftzirkulation die Temperatur im Grill geregelt. Also das ist hervorragend. Es läuft bombenfest. Ich finde es klasse. Jetzt einfach noch 2 Stunden räuchern lassen und dann geht es weiter mit dem nächsten Schritt. So, 2 Stunden sind jetzt rum und wie ihr seht, 110 Grad auf den Punkt. Und jetzt legen wir die Schweinebäckchen mal in Alufolie. So, dann schauen wir jetzt mal, wie sie aussehen. Ja, das sieht doch schon mal ganz vernünftig aus. Und jetzt hole ich euch mal ein bisschen weiter zurück hier. So, ich habe hier so eine Alufolie. Und da werden jetzt die Bäckchen draufgelegt. So, da sind jetzt die Schweinebäckchen. Und jetzt kommt hier mein guter alter Freund das Butterflöckchen wieder zum Einsatz. Also reichlich Butter oben drüber. Die wird dann jetzt gleich schmelzen. Und dann habe ich hier noch die Barbecue-Soße von Hot Mamas. Davon auch eine gute Ladung oben drüber. So, jetzt das Ganze in die Alufolie einschlagen. Das Ganze wieder auf dem Grill platzieren. Deckel wieder drauf. Und jetzt nochmal für 2 Stunden in der Alufolie garen lassen. So, nach weiteren 2 Stunden nehmen wir mal den Deckel ab und jetzt machen wir das mal vorsichtig auf. Boah, Leute, so sehen die Bäckchen jetzt nach 2 Stunden aus. Und jetzt werde ich die mal gerade rausholen. Und natürlich der Saft, der hier drin ist, den kippen wir natürlich nicht weg, sondern hier habe ich noch einen Topf, da werde ich den Saft drin auffangen. Daraus machen wir uns gleich eine hammermäßige Barbecue-Soße. Die Soße gieße ich jetzt mit einem guten Cup Ketchup noch auf. Ganz schön durchrühren. Und den Topf stelle ich jetzt einfach mit auf den Grill. Darf also richtig schön noch weiter eindicken und die Bäckchen werden jetzt mit dieser Soße bepinselt noch. So, und das Ganze darf jetzt noch für 1 Stunde glasieren. Deckel wieder drauf und in 1 Stunde wird gegessen. So, 7 Stunden sind jetzt vorbei, seitdem wir das Fleisch mariniert haben. Und so schaut es jetzt fertig aus. So sehen sie dann aus, die fertigen Schweinebäckchen. Und wie ihr sehen könnt, könnt ihr die einfach so auseinanderrupfen, so zart sind die. Und weich und lecker und saftig. Der Hammer. So Leute, ich kann euch sagen, diese Schweinebäckchen sind der absolute Oberhammer. Die sind so saftig, so lecker. Das ist der Knaller. Ihr könnt die nehmen und einfach auseinanderziehen. Das ist der Wahnsinn. Das ist der absolute Hammer. Also Ruhl, ein hammermäßiges Rezept. Absolut genial. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zuschauen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachgrillen. Bis zum nächsten Mal. You Barbecue, Barbecue aus Rheinhessen.